Moin Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute wieder mit meinem normalen Skin. Das letzte Mal, das war nur für ein Video. Und ja, heute zeige ich euch Treibsand in Minecraft. Ja, das Ganze war eine Idee von NeuRetroAD, der hat mir das in die Kommentare geschrieben. Danke dafür. Und an alle anderen und Ihnen auch natürlich. Schreibt weiterhin coole Ideen in die Kommentare. Hin und wieder ist da echt was richtig Cooles dabei und das kann man auch dann gut nachbauen. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Ja, und hier haben wir unseren Treibsand. Ja, der Treibsand, der leckt ziemlich. Ich weiß gar nicht, warum das so heftig leckt, aber ich habe hier so ganz miese Ruckler drin. Ich hoffe, man sieht im Video nicht so. Ja, ihr seht es hier schon. Hier so Treibsand. Der backt noch ein ganz bisschen rum, aber ich hoffe, man kann erkennen, dass das Treibsand ist. Ja, und bevor ich da selber reingehe, schmeiße ich da erstmal... Okay, Creeper war eine schlechte Idee. Ich schmeiß erstmal irgend so einen Villager rein. Ja, guck mal, da versinkt er im Treibsand. Tschüss. Das war gestorben. Jo, schade. Schmeiß hier mal eine Kuh rein. Jo, das war's auch mit der Kuh. Ja, Moment. Nicht Game Ruhe möchte ich haben. Und dann schmeißen wir nochmal einen Creeper rein. Oh. Ja gut, das hat sich erledigt. Ja gut, dann muss ich wohl jetzt selber in die Suppe springen. Ich bin jetzt mal unvorsichtig und gerade da hinein und... Ja, ich würde sagen, Ade Welt, ich bin gestorben. Ja, und wie das funktioniert, zeige ich euch wie immer nach dem Cut. Und da sind wir auch schon wieder, diesmal bei dem Treibsandschild. Ja, hier unten habe ich das Ganze nochmal aufgebaut. Hier seht ihr nochmal den Treibsand. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, das ist fallender Sand, also Falling Sand. Das Entity, und zwar mit der Textur brauner Wolle. Und das Ganze hat so eine smoothige Runterbewegung wegen den Spinnenweben darunter. Ja, das ist halt schon der kleine Nachteil dabei, dass da Spinnenweben drunter sind. Denn von unten ranbuddeln, das sieht nicht so schön, dass man das macht. Naja, aber das davon sehen wir mal ab. Ich erkläre jetzt mal, wie das funktioniert. Also, zunächst zeige ich euch einmal, wie man das aufbaut. So, man baut ein dreitiefes Loch. In die Mitte setzt man ein Spinnenweben. Und darüber dann irgendeinen fallenden Sand. Ganz egal welchen. So. Und der ist jetzt erstmal fallender Sand. Und backt sich hier rum. Allerdings wird er gleich mit brauner Wolle resettet. Das dauert nicht mehr lange. Das sind für alle, die das in meiner Welt mal irgendwann da ist es. Testen wollen. So, das packt jetzt rum, weil gerade beide da sind. Das sieht man hier von der Seitenansicht. Aber gleich wird die Sand-Entity sterben, weil sie zu alt ist. Genau darum geht es auch gleich noch. Mal zu zeigen. So, zack, jetzt ist die weg. Und jetzt wurde gerade noch eine zweite Braune hinzugespawnt. Und die ist jetzt auch verschwunden. Und jetzt ist nur noch ein Brauner da, was jetzt ein ganz normaler Treibsand ist und auch wie der ganz normale Treibsand funktioniert. Ja, das mache ich mal weg. So. So wie das Ganze funktioniert, ist ziemlich einfach. Zunächst muss man sagen, wenn man nur den Sand da reinsetzt, dann geht er nach einer Zeit kaputt. Ich TP zwar, das sieht man ja schon, dass er immer so hoch backt, so zack. Ich TP die ganzen Entities, das ist mit diesem Command-Block, immer hoch, durchgehend. Allerdings werden die sowieso nur irgendwie alle 2 Sekunden hoch tippiert, keine Ahnung warum. Immer wenn sie eine bestimmte Höhe erreicht haben. Und trotzdem gehen sie nach einer Zeit kaputt. Die können nicht unendlich lange durch Spinnenweben fallen. Deswegen ist diese Glock hier. So, dieser Trichter bekommt regelmäßig einen Cooldown von 500. Das spricht, dass alle 500 Ticks hier ein Signal rausgeht, was dann ein Falling Sand bei allen Falling Sands spawnt. Und zwar mit der Teiler D35. So, und der Teiler D35 ist halt die braune Wolle. Und dann noch Data 12 ist halt braune Wolle. Ja,
Und das passiert alle 500 Ticks und kurz nach den 500 Ticks gehen die Alten wieder kaputt und droppen dann ihre Blöcke. Die Blöcke werden hiermit dann direkt wieder getötet, also die Items sind das dann. Alle Items in der Nähe von Falling Sand werden direkt getötet. So, damit hätten wir schon mal einen unendlichen Bottich von brauner Wolle, der so ein bisschen wie so eine Flüssigkeit aussieht, weil die ganze Zeit so hoch und runter schwappt oder wie so eine Art Welle. Naja, das einmal dazu, wie ich diesen Effekt hinbekommen habe. Und dann geht es auch darum, wie die ganzen Leute sterben und so. Das ist der Rest hier. Zunächst geht das los, dass bei jedem fallenden Sand getestet wird, ob da irgendwo ein anderes Item als Falling Sand, hier ist ein Rufzeichen vor, sprich, das heißt nicht, dass nach Falling Sand gesucht wird, sondern nach allem außer Falling Sand. Also ist jetzt Sand, ich sag jetzt einfach Sand. Und zwar in der Distanz von einem Block. Sprich, sobald hier irgendwas anderes drin ist, außer fallender Sand oder ein Item, weil die werden hier mal direkt getötet, wird da ein Signal ausgegeben. Das kann ich einmal zeigen. Ich schmeiß da mal gerade, was schmeiß ich da jetzt rein? Ein Skelett. Skelette haben es verdient zu sterben. Ach, ich habe immer noch auf friedlich. Wieso? Keine Ahnung. So. Jetzt kommt eine Kuh rein, zack. Das geht direkt an. Und die Kuh wird in jedem Moment sterben. Das könnt ihr jetzt schon mal beobachten, was dann passiert. Zack, da ist er tot. So, es geht dann in diesen Block. Der leitet erstens weiter das an relativen Koordinaten hierzu. Das ist genau dieser Block, wo jetzt der Sandblock ist. Da wird dann ein Redstone-Block hingesetzt. Sprich, dieser hier Power dauerhaft aktiviert, allerdings erst nach einer kurzen Verzögerung. Vorher geht diese Fackel aus. Das Item hier drin switcht direkt hier rein. Und kurz danach wird dieser Trichter blockiert. Warum das ist, sage ich sofort. Auf jeden Fall ist das Ding hier drin und da bleibt es auch erst, denn da ist auch wieder ein Cooldown drauf für 120 Ticks. Das sind so 6 Sekunden. So, 6 Sekunden lang ist dieses Ding jetzt hier an. So, und solange dies an ist, geht das alles aus, denn hier ist ein Negativsignal. So, und nach den 6 Sekunden switcht das Ding wieder zurück hier rein. So, das kann nicht wieder zurück, denn da ist ja noch der Redstone-Block drauf. Und die Fackel ist ja noch aus, weil das Ding da immer noch drin ist. Deswegen der Block, dass es nicht direkt wieder neu angeht. So, auf jeden Fall ist dann hier ein Signal, das geht nach 6 Sekunden wieder an und hier geht dann das Signal durch und dann geschehen folgende Sachen. So, alle Entities in der Nähe von fallendem Sand bekommen den Effekt 7, das ist Sofortschaden, 1, 0 für eine Sekunde und zwar Stärke 0. Und zwar bekommen das alle außer Falling Sand, wie immer. Und zwar auch nur die, die direkt im fallenden Sand drin sind. Also nicht, dass irgendwie noch alle, die um den Treibsandbottich drum zustehen, auch noch Schaden kriegen. Nur die, die da wirklich drin sind. So, die bekommen das Stärke 0, Stärke 0 und Stärke 100. Sprich, die sterben nicht mit einem Ratsch, bumm, sondern kriegen so zack. Also das ist so ein bisschen so ein Sterbeffekt ist. Ich könnte auch nur den da hinsetzen, aber das ist nur wegen dem Effekt. Und das hier ist dann noch eine lange Verzögerung, was letztendlich den Block wieder wegmacht, dass das Ganze von vorne aktiv ist. So, das mit dem Block muss sein, denn sonst würde ich sterben. Aber das nächste Signal wäre schon wieder drauf, wenn ich respawne, dann sterbe ich einfach nochmal. Und das ist blöd, deswegen muss das sein. Ja, das war es eigentlich schon. Ich möchte noch irgendwas sterben lassen. So. Creeper, du musst sterben. Ja, viel Spaß da drin, ne? Das ist auch ein Problem. Die sterben jetzt alle gleichzeitig nicht der Reihe nach. Wie ihr seht, die kriegen zweimal Schaden. Das ist halt dieser Effekt. Oh, ich will da nicht rein. Jetzt ist es auch gerade angegangen, weil ich da gerade drin war. So. Ja, was ist das hier eigentlich für ein Schild? Ich hoffe, dass ihr das gefallen hat. Und auch an den Noretto HD. Ich hoffe, dass dir das gefallen hat und du dir das auch vorgestellt hast. Ihr könnt das in allen möglichen Maps, die ihr mal baut, verwenden. Ihr könnt nur vielleicht meinen Namen angeben, fände ich ganz nice, denn die Idee ist ja von mir. Schreibt bitte neue Ideen, die ihr habt, in die Kommentare, was man nachbauen kann. Ich baue immer ganz gerne, das ist mir so aufgefallen, so Sachen nach, die es so in Hexit gibt oder so. So Modpacks geben immer ziemlich gute Vorlagen, was man so machen kann. Also, so aus anderen Spielen ist immer schwer. Viele wollen immer was von Titanfall was haben. Das Spiel habe ich nicht, deswegen weiß ich nicht, was ich da bauen soll. Aber sowas wie aus diesen Modpacks von Hexit und so, das kann man auch ziemlich gut machen, finde ich. Auch so aus diesem Treibsand, weil das bietet immer gute Vorlagen, weil das wurde schon mal in Minecraft verwirklicht, sage ich mal. Naja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, Leute.